kein YouTube, aber ein Castingshow-Star, das ist Andreas Kümmert. Er zieht bei der gestrigen Vorentscheidung in Deutschland alle mit seiner gewaltigen Stimme in seinen Bann und gewinnt das Publikumsvoting haushoch. Doch dann bleibt allen auf der Bühne der Mund offen, Kümmert will nicht zum Song Contest nach Wien fahren. Ja, sowas hat es ja in der Geschichte des Song Contests überhaupt noch nie gegeben. Überhaupt kommen am 23. Mai einige Besonderheiten auf uns zu. Nicht nur eine Zweitplatzierte, die plötzlich Gewinnerin ist. Es ist momentan so, ich bin nicht wirklich in der Verfassung, diese Wahl anzunehmen. Dass da der Sieger sagt, im Angesicht seines Triumphes, ich schaffe es nicht, ich habe nicht die Kraft, ich bin nicht in der Verfassung, hat es noch nie gegeben. Ich gebe meinen Titel an Ann-Sophie. Ich glaube, er hat sich das vorzuwerfen, dass er nicht einschätzen konnte, wie sehr er das vielleicht nicht kann. Ich habe auch, wie gesagt, großen Respekt vor Andreas und vor seiner Entscheidung. Fast 80% der Anrufe hat Andreas Kümmert erhalten. Viermal weniger die Zweitplatzierte Ann-Sophie. Und Kümmert ist ein Sieger, der gar nicht gewinnen wollte. Dafür gibt es Ärger, aber auch Verständnis. Er passt nicht in diese Welt außerhalb der Bühne, also mit all dem Medienaufwand. Der ESC ist die größte Popshow in Europa. Also da merkt man plötzlich, ich singe hier nicht in so einem kleinen Club. Das können viele eben nicht aushalten. Von einem kleinen Club kann tatsächlich keine Rede sein. In Wien wird gerade ein Riesenspektakel auf Schiene gebracht. Wir zeigen, dass wir in allen Generationen, Männer, Frauen, von Ost nach West und Süd nach Nord, ein unglaublich spannendes, modernes, weltoffenes Land sind. Und das wird bleiben. Der Song Contest, nicht nur ein Liederwettbewerb, wie man spätestens seit Conchita Wurst weiß. Auch heuer gibt es gesellschaftspolitische Statements. Für Finnland etwa tritt diese Punkband an. Drei der Musiker haben Down-Syndrom, einer ist Autist. Das ist so surreal. Ich hätte nicht gedacht, dass das möglich ist. Jetzt stehen wir hier und Leute, wir fahren wirklich nach Wien. Ja, wir fahren wirklich. Ja. Ich habe geglaubt, wir haben verloren. Wir haben nicht verloren, wir haben gewonnen. Ja, wir haben gewonnen. Man muss sich das mal für Europa vorstellen. Behinderte, also auch Leute mit Down-Syndrom, sind weggesperrt worden, weil sie peinlich waren. Also was für ein zivilisatorisches Bekenntnis für Europa, das hochleben zu lassen und das im Grunde genommen in einem gemeinsamen Konzert zu wissen. One last breath! Maria Elena Kyriaki. Mit statt gegeneinander. Dieses Zeichen setzt auch Griechenland und schickt eine Zypriotin. Und dann wäre da noch Australien, das zum ersten und auch einzigen Mal teilnehmen wird. Mitgefiebert wird ja schon länger. Australien ist ein Multikulti-Land und deswegen ist das Interesse so groß. Und für manche ist das alles eben viel zu groß. Ich denke einfach, dass sie viel geeigneter und qualifizierter dafür ist. Ich bin ein kleiner Sänger. Ein kleiner Sänger, der die große Bühne lieber einer anderen überlässt.